Oh, das ist... Oh nein, das ist die Festung, wo ich mit Kev gestorben bin. Genau hier sind wir gestorben. Lieber so. Genau hier. Ja, und warum rennen wir denn jetzt da wieder hin? YOLO, Rache für Nix, Kev. YOLO, leck mich. Drei, zwei, Server gestartet. Drei, zwei. Eins. Hey ho Leute, willkommen zurück bei Hero. Immer noch in der Kombination mit Kedos und Kef. Hallöchen. Hi. Hallo. Egal, Ja, es ist. habe ich jemand was sagt. Diese Motivation. Hi. Ja, seid ihr auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Endlich habe ich wieder Minecraft-Sound, wie ihr das hören könnt. Ich bin überhappy. Ja. Ich freue mich auch für dich, muss ich sagen. Ja, ich auch. Das ist Ja, aber vor wunderschön, allem auf Kev. einer Reise, da muss das sein. Okay. Kedos, komm, erstmal, wir suchen jetzt für dich eine Rüstung, okay, Kedos? Genau, also wir haben folgenden Plan. Zuerst bevor der Rüstung, das muss ich dir mal wirklich merken, wir brauchen Betten, Alter. Ja, bitte! Mega Komm gleich die Betten. daheim, ich will, Ja, aber wenn wissen einer du von euch eigentlich? stirbt, dann Ja, müsst ihr die gleiche Scheiße machen wie ich, wenn einer von euch stirbt. Merkt euch das. Und das ist langweilig, das geht ja gar nicht, ne? Warte, seit zwei Folgen! Wo bist du? Also ich bin in der Stadt. Ja, also ich muss sagen, ich finde die Minimap echt kacke. Das sieht man nicht mal in die Himmelsrichtung. Ja, aber bewege doch jetzt trotzdem mal deinen Ich sehe Hintern. dich, ich sehe dich. Ich bin noch in der Stadt. Rennst du weg von mir? Wo? Ach, da! Ja, da bist du. Der Villager ist fast tot. Wer macht denn sowas? Wer killt denn den Villager fast? Da waren voll viele Monster, weißt du? Und wahrscheinlich hat der Es Villager ist sich wieder gedacht. Nacht, weil hier vom Server ging für kurze Zeit. Oh Mann, wir sind so doof. Es ist Tag. Wird gerade Tag? Nee, es wird Nacht. Fuck. Dann Fuck. macht euch jetzt schnell zwei Betten. Überall Ja. sind Schafe. Ich habe ein Bett dabei. Hier, hallo, lass doch erstmal hier, komm, lass mal Schafe suchen. Ja, Oh Mann! komm, kommst du mir nach? Mir nach? Ja, ich komm dir nach, gib Gut, okay. Gas. Wow, pass auf, Genau diese da Löcher bin ich hier sind jetzt. gefährlich, Das ist denk dran. Epic Dungeon und da ist helles spawnt da nix. Das heißt, equip für Papa, der YOLO-Modus kann wieder losgehen! Kämpfer am Abgehen, wie man hört. Ja, halt, abgeht hier. Übrigens, Kiros, wenn du Eisen siehst, nicht abbauen, weil das lohnt sich Ja. gar nicht. Lieber die Eisenblöcke dann abbauen direkt. Erzähl mal was von deinem Buddy, Zironic. Von meinem Buddy? Ach, mein Kumpel, ja, stimmt. Also, ich hab da so einen Kumpel und Kiros ist Nicht von irgendwie deinem interessiert an dem. Kumpel. Genau. Nee, wir haben vorher darüber geredet, wie viel Zironic denn so drückt. Ich würde sagen, Kiros halt die Schnauze, das wollte ich sagen. Ach so, das ist. Und dann ist da nur so eine Grütze drin. So. Wieso? Du kannst mal anfangen, Kiros. Wie viel drückst du denn? Ach, ich weiß nicht so. Also, wenn es gut läuft, Von dann 2 Kilo auf dem Klo. So. Das war natürlich ein Appetiterreger für alle weiblichen Zuschauer. Oh Alter, meine Fresse, wo sind denn hier ein paar Schafe? Ich sehe nur so dreckige Hühner, die keine Ahnung. Sogenanntes Appetithäppchen von Kedos. Das ist ekelhaft. Gott. Ich hab jetzt wirklich einen Dungeon geplündert, weil. Hast du Items? Ja. Er. Er, sie, es, das Kev. Er, sie, es, das Kev. Was war das denn? Eine Blume, die ein Hexical-Essence? Okay. Ja, die brauchst du, diese Hexical Essences. Dafür machst du mal massig Kram mit. Das habe ich schon gepeilt inzwischen. Okay, und die ist gut. Ja, die ist voll krass, du. Alter, wie geil ist Wie das denn, viele Leute? Pfeile man eigentlich farmen könnte und ich habe erst 4. Ich plündere hier gerade ohne Witz ein komplettes Dungeon, einfach nur aus dem Grund, weil man sich Oh, da so richtig warte, ist das eine dreckig Falle? rein kann. So richtig dreckig. Das ist bestimmt irgendwas Doofes. Da laufe ich nicht rein. Das kannst du Das schön sieht mir allein machen, richtig mein nach Freund. Falle aus irgendwie, ne? Ey, wir müssen mal ein paar Oh, Schafe finden. Es fuck, ist schon fuck, wieder Nacht. fuck, fuck! Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben! Nein, 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 ich will nicht sterben! Okay, es war eine Falle. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte Kev, du schaffst das! Nein! Ein Herz! Ein halbes Herz! Ja! Ja! Und gleich Kev war slain. Okay, du hast echt eine Falle hier, ne? Ja, aber dann, Alter, lass jetzt mal hier, wir müssen echt Ja, ja, Schafe suchen, aber. Das ist wichtig, du lässt dich so schnell ablenken. Das ist echt, Du könntest auch weiterrennen und nach Schafen suchen. Ja, okay, lass mal machen hier, das ist viel sinnvoller, du. Schafe gefunden! Na, was ist Hast Babo, beste Babo, beste Babo, hä? Warte, ist nicht töten, hast du ein Eisen? Guck mal, ich nope. mache etwas ganz, ganz Schlaues. Ich habe hier noch ein Eisen. Und wenn wir jetzt das Eisen da reintun, dann haben wir genau noch genug, um uns die Schere zu machen. Oh Mann, Okay, dann mach das aber mal schnell, weil, wie du vielleicht bemerkst, wird gerade Nacht. Ja, ich sehe das. Gut, dann machen wir es einfach Du siehst folgendermaßen. das, echt jetzt? Ja, dann machen wir es so. Beschütze mich mit deinem Schwert. Alter, du bist so ein netter Mensch, muss ich sagen. Ey Leute, könnt ihr euch das nicht vorstellen? Ich dachte mir, ich gehe in den YOLO-Modus und farm, weil das Ding ist, wenn du dich in die Seite mit einem einfach mit einem Ein-Guckfenster-Blockloch,
dich da sozusagen reinbaust, dann könnte ich ja die Mobs nicht angreifen, wenn du so schräg guckst. Aber ich hab voll vergessen, dass du guck mal nicht so schräg, Mann. Das ist voll unhöflich, Kev. Guck mal nicht so schräg. Also jetzt lass mal hier Tempo machen, weil ich hab gerade eben schon eins umgehauen, ich hab drei. Du hast einen Schaf gekillt? Ja, ich hab einfach eins gekillt, weil... Ich sag dir doch nicht machen, oh. Ich hab ja, sieben komm, Wolle. Du hast doch, ja, also das reicht doch ja wohl ein Bett, oder wie viel brauchst du? Brauchst du acht Betten? Ich bin fett, hallo, lass mich. Ist das das Dorf? Ist das unser Dorf? Wissen wir nicht, wir sind auch nicht da. Wir sind irgendwo. Wir kommen gerade, Kev, okay? Der oh Weg? Ja, wir kommen gerade. Kev, wir kommen. Hier ist ein Fuchs. Kev hat so die richtig krassen Halluzinationen immer. Ein Fuchs, Alter, ich sterbe, oh. Du läufst doch ran, bist du ja, das keine Halluzination, das ist zum die Dorf. Ey, Alter, da ist gerade was eingestürzt, ein Komet oder ein Meteor oder was auch immer das war. Fuck. Nicht hingehen. Renn weg da. Wieso? Er will nur einsammeln, sammeln. Wenn ich ihn haben will. Alter, leck mich am Arsch. Ich dachte, das wäre was Negatives. Du bist so ein mieser, dreckiger, was weiß ich was. Tut mir leid. Nein, Spaß, kannst du ihn haben hier. Ich wollte dich mal verarschen. Ja. Dankeschön. Jetzt Almosen, ne? Ja, was bringt mir das? Nein, überhaupt? Spaß, gib ihn zurück. Nein. Sieht das schön aus? Was bringt mir das? Sag mal. Keine Ahnung, Squittenteil. Leute, schafft ihr es nicht? Hauptsache, ich sag so: Ja, renn weg, das ist gefährlich. Und du machst es einfach mal eiskalt. Ja, weil ich dachte, man kann dir vertrauen. Ja, ich hab's dir auch gegeben, Mann. Leute! Anscheinend bist du wie alle anderen Frauen. Schlafen. Wir wollten noch schlafen. Ja, ich bin wie alle anderen Frauen, die geben es dir wenigstens. Bist du eigentlich noch. Zeronic, wo bist du? Neben dir. Achso, okay. Wer ist hier der Blinde, hä? Habt ihr Betten oder nicht? Ja, wir haben erst die Wolle, aber die Betten kommen noch. So. Und dann machen wir aus der Wolle. Guck mal, da ist dieser Vogel, der macht mir voll Angst, ehrlich gesagt. Der hat 30 Leben, der ist stärker als wir. Ja, ich sag ja, der macht mir Angst. Also, okay. Wo gibt es in einem Dorf die Eisenblöcke? Weil ich bin jetzt auch gerade in einem Dorf, das nicht unseres ist. Nicht im Dorf, sondern beim Dorf war das einfach. So, okay, genau. Erstmal blockieren wir den Eingang, richtig schön professionell, mit Stein. Ja, Profi, guck mal, ich habe sogar eine Crafting Table mitgebracht. Oh, okay, jetzt machen wir vielleicht noch was Schönes zum Wohnen hier. Wollen wir jetzt zusammen wohnen, mit Kev? Ja, das können wir gerne tun, weil Luca und ich haben noch keine Wohnung gemacht, als wir in der ersten Folge gewohnt waren. Er hat doch Scheiße gebaut. Ich warte hier im Haus ganze Zeit auf euch. Ihr schindet meine Folge, die muss sowieso die nächste Folge noch laufen. Ja, wir machen. Gebt euch endlich ins Bett. Okay, ich hab ein Bett, hier legst du dich bitte neben dran. Hä, wieso? Ach so, schlagen. Ach, krass. Kommt irgendein Viech rein. Kommst du endlich mal, Kedos? Was ist da los mit dem Kedos? Warum kommt er nicht? Du, ich komme jede zweite Nacht. So. Jede zweite? Na, jede. Wirklich jede Nacht, ja. So. Das ist gut, überhaupt nicht gay. Einfach mal drei Männer nebeneinander im Bett. Das ist einfach mal gar nicht gay. Ey, in jedem Haus des Dorfes ist ja eine Kiste. Wusstet ihr das? So. Nein. Ja, wusste er. Ja, es wurde auch irgendwo in den Kommentaren geschrieben, dass wir so ein besonderes, es gibt ja so verschiedene Crafting Tables quasi in Hexit. Ja, hab ich auch gesehen, so ein, wo man verschiedene so Ninja-Sterne reinkriegt. Genau, und dass wir schon mal eins da haben. Ich glaube, das könnte vielleicht irgendwo hier sein, lass mal gucken. Ja, die finde ich ja auch ganz geil. Ja, wir haben eine Pattern-Chest. Genau. Und da kann man das reinmachen, was wir gerade zusammen haben, oder? Ich habe aber keinen Inventarplatz, das ist das Problem. So. Boah, ich peile das echt nur. Machen wir es andersrum, Zeronic und Cass. Keth. Ja, Keth. Jetzt bin ich unbesiegbar. Ich habe jetzt ein Eisenschwert und ein Eisenschild. Etheronic. Ja. Ich piss dich von und fühlst dich wieder Drogen. Was? Was? Guck hier, gefällt dir unser Hausschild? Unsere Eingangs. Boah, ich brauche was zu essen. Okay, gut. Also was wir jetzt. Hast du was zu essen da? Kannst du mir gerade vielleicht so ein bisschen suchen? Ja. Kann man eigentlich Pferde so reiten oder muss man da irgendeinen Sattel drauf knallen? So, wir werden es in Tür. Leute, kann man Pferde so reiten oder? Ein Sattel. Und keine Ahnung, wie man den craftet, vergiss es. So, komm, dann gehen wir jetzt auf die erste Tour, Kedos. Wir gehen jetzt mir Rüstung besorgen, dachte ich, oder? Ja, eben. Wir müssen ja weggehen hier. Ja, eben, ja, dann los. Ja. Wirklich nah dran, Leute. Vielleicht schaffe ich es in dieser Folge, wenn ich wirklich Highspeed gebe. Hauptsache, wir gehen so farmen und. Dann musst Darf du jetzt aber in die Kamera lächeln und in einen Kussmund machen, Kev. Okay, das ist so ein Bär. Ich gebe dir einen Tipp, mit dem lieber nicht anlegen. Der ist böse. Ja, die Eisbären, Alter. Da habe ich neulich erst eine Doku gesehen, am Morgen nach einer durchzechten Nacht. Und Eisbären sind echt richtig krass, du. Das ist so ein pinkes Dingens. Was ist das? Das ist so ein pinkes. Wow, Alter, mit Zoom zu springen ist nicht so die schlaue Aktion. Was ist das? Zoom? Zoom. Ja, wenn du gleichzeitig zoomst mit Optifine und dann springst, das ist okay. Wenn du das ist voll die Action. Wow. Ja, da freut sich der Tyrannik. Du musst Freude haben an den kleinen Dingen im Leben. Wie zum Beispiel zoomen in Minecraft.
Ja, dann musst du ja jedes Mal lachen, wenn du deinen Schwanz anschaust. Nein, nein. Was ein Witz, ne? Ey, Mahan! Ja, oh, krass. Gleich in den Finalen. Was ist das, Alter? Guck mal, was da ist. Ein Alligator. Komm, du kannst ihn füttern, diesen Zahn. Mit der Hand. Bestimmt. Ja. Los, schön mit der Hand dahin. Der Alligator ist zahm. Du, ich bin so professionell bisher. Ich hab's jetzt schon geschafft, glaube ich, 2 Folgen am Stück nicht zu sterben. Das wow, Alter. Der hat geleckt, wie Sau. Boah, krass, shit. Ja, ja, auf die Legs schieben, immer auf die Legs schieben. Alter, der macht mega Damage. Der macht. Nee. Oh. Ich hab ihn down, Mann. Was für eine Pussy ist denn das? Hauptsache, wir gehen zu zweit auf ihn rauf, wie so ganz kleine Handfinger. Und dann Pussy, Alligator, Pussy. Gut, jetzt, wir wollten Eisen finden, ne? Ja. Nur ein Alligator. Ich dachte, die wetten nur, was machen die denn hier? Ey, was ist eigentlich das hier? Was hab ich gefragt in der letzten Episode oder vorletzten? Ja, ich weiß auch nicht. Leute, was ist das für ein komisches Portal hier? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich weiß, was für ein Portal das ist. Was macht das? Fuck, Eisbären! Ich kann euch erklären, was für Portale das sind. Okay, leg los. Da oben ist Eisen, Kev! Kiedos. Alter, du bist so schlecht. Also, du weißt gar nicht, wo ich bin, weil wir wissen, ob bei mir Eisen ist. Du bist wie so eine Oma, die keine Ahnung von den Namen hat. Das ist echt schlimm. Ey, sag das nicht, meine Oma hat das. Alles Demenz, okay. Das ist nicht lustig. Okay, alles klar. Ja, ich sag nicht, Arschloch. Das hat doch jede alte Person, oder nicht? Nein, nur meine Oma. So, jetzt lass meine Oma in Ruhe. Boah, warum holst du dich jetzt da hoch, obwohl ich da hoch wollte? Wahrscheinlich holst du jetzt das Eis und bist ein Assi, hä? Nein, boah, ein Creeper-Spawner! Ich helfe dir, kann ich nicht vertrauen, glaub mir doch. Soll ich euch die Dimension erklären? Ja, was macht das? Und zwar geht es so, du kommst in Parallelwelten, wo es erstmal so ausschaut, also alles ist schwarz, du kannst aber trotzdem auf der Leere rumlaufen, so ist es nicht, aber das sind sozusagen wie kleine Gänge und so wie kleine Rätselchen, sag ich einfach mal. Das heißt, da ist beispielsweise, du musst dir einfach so einen Verliesgang vorstellen, da hast du 2 Gänge, irgendwelche paar Schalter, wenn du den falschen drückst, geht irgendwie die Tür unten auf. Achso, nee, hier bauen, stopp. Und da gibt es dann überall weitere Türen, wo du dann halt sozusagen, Alter. Selbst ich hab den Schaden bekommen, was war das denn? Hä, hat einer von euch Schaden bekommen? Nö. Hast du schon abgebaut, Zeronic? Ja, da war aber leider nur einer. Ey, Zeronic, warte! Oh. Ist vorhin bei dir ein Stern runtergekracht, wie wir den auch gesehen? Was? Nö. Ich höre irgendwas Lautes. Ja, ich auch. Ja, das ist Gewitter! Irgendwer schießt mich mit Blitzen ab! Kev wird abgeballert hier! Oh, ups. Das war kein Crafting Table. Scheiße. Ich verkacke Eier, ich mach doch gar nichts! Alter, hast du jetzt im Ernst irgendein Gewitter, wo du abgeknallt wirst? Ja, 2-mal mit dem Blitz! Ich dachte, das wäre ein... Deswegen wollte ich fragen, ich dachte, das wäre ein Komet, weil es gibt ja auch die... Da, ja, ich glaube, so einen hatten wir vorher. Ne? Nimm. Ja, nee, es gibt diese kleinen Sterne und diese fetten Kometen, wo noch so Blöcke drin sind, die alles kaputt machen. Oh, es ist... Oh nein, das ist die Festung, wo ich mit Kev gestorben bin! Genau hier sind wir gestorben! Wie war's wo? Genau hier. Ja, und warum rennen wir denn jetzt da wieder hin? YOLO, Rache für Kev. Nix YOLO, leck mich. Okay Leute, zurück zu den Dimensionen. Es ist so, ihr kommt immer tiefer in die Dimensionsgänge und ihr findet auch regelrecht geile Items darin. Aber wenn ihr zurück wollt, müsst ihr genau die richtigen Türen wieder zurückfinden, was extrem schwer wird später. Und wenn ihr in der Zwischendimension stirbt, kommt ihr in so einer Unterwelt-Kack-Dimension, wo ihr in irgendeinen so Blutsee springt. Also ich merke folgendes, ich gehe da nicht rein. Das reicht eigentlich schon aus, Kev. Du musst gar nicht mehr weiter reden, wir gehen einfach nicht rein. Ich wollte es wenigstens erklären. Okay. Ich wollte sein Wissen mit der Welt teilen, kurz gesagt. Warum kommt... Ich seh die Stadt! Okay. Ah, Sebenja, ich sieh Was geht denn mit Kev ab, Mann? Alter, ist der König der Löwen. Kommst du? So, wir töten den jetzt, okay? Den hier. Ja, viel Spaß, ich bleib hier hinten. Ich wurde von seinem Vater gekillt, ich hasse den Typen hier. Alter, da ist auch noch ein Skelett, Mann. Ich renne nicht rein, das kannst du knicken, ey. Ich hab keine Lust. Ein Skelett, Mann. Nein, ich hab Angst, Zeronic, ich hab einfach nur. Es ist nur ein Skelett, zeig keine Möse, komm mit. Oh, herrlich. Okay, ich komm mit. Wenn ich jetzt gleich sterbe, ist das Ganze allein deine Schuld. Du stirbst aber nicht. Ich glaub gar nicht, wie mir gerade einer abgeht, Alter. Seit 2. Wir hören es, Kev, wir hören es. Alter, was ist das da? 30 Minuten. Der ist schlapp, der kann kaum was machen. Der ist schlapp, ja? Ja, der ist schlapp wie deine Nudel. Schlapp wie deine Nudel, du. Nur ein bisschen größer. Nudel! Yeah. Oh nein. Nice. Hauptsache, ich boxe sie in ihre eigene Festung raus. Everywhere are Noodles. Was nützt denn, was kann man denn hier so abholen, Mann? Willst du denn vielleicht eine Nudelsuppe? Hammer. Kedos, nicht sterben, ne? Das ist ich fiss dir gerade was, das ist okay. Ihr spawnt ja sowieso Spaß weiterhin. Happy Boys. Das hab ich auch, was? Backstreet Boys? Happy Boys? Achso. Backstreet Boys. Oh, ja, der geheime Fan, der kommt jetzt raus, ne? Everybody! Backstreet's back, alright! Du. Zeronic, oh mein Gott, ich muss ja noch bis zur Nacht warten. Ich mach gerade komische Grimassen in die Facecam bei eurem Gesang. Leute, das heißt, komm rauf. Ich muss noch bis zur Nacht überleben. Was, komm rauf? Was will ich denn da oben? Ja, runterschauen.
Ich fühle mich viel besser als du, weil ich hier oben bin. Mega, Alter, das ist der Diamant. Ich glaube, das ist Diamant, kann das sein? Wo? Hier, guck mal her. Ich glaube, ja, das ist Diamant. Wo? Du hast eine Eisenspitzhacke? Ja, wo bist du? Hier, da, hier, guck mal. Ja, wo bist du erstmal? Ja, hier! Ach, hier bist du, ja, ich seh dich. Siehst du mich? Guck mal da, hier, ja, da, guck mal hier, da. Guck mal dort. Das ist Diamant? Ich glaube mal, oder? Könnte sein. Das könnte sein. Oh, verdammt, ich hab nur ein Eisen. Jetzt müssen wir erstmal noch zwei Eisen farmen, bevor wir das Diamant abbauen können. Oh, Mann, diese Rolle, mit dir zu spielen ist doch echt das. Jetzt sind wir dankbar für deine Kack-Rüstung. Ja, aber weißt du, zu einer vollen Rüstung hast du es auch noch nicht gebracht. Das hast du noch nicht gebracht, besser gesagt. Und sei jetzt nicht gegenseitig. Ja. Das kann schon sein. Ich muss gleich mal mein Haus sehen, das ist ja übelst minimalistisch, aber super. Alter, die Pinguine sind die gruseligsten hier überhaupt. Guckt euch die mal an mit ihren Gesichtern und ihren Nasen. Hier oben. Was ist denn hier drin überhaupt? Hier ist einfach mal ein leerer Stein, was soll der Scheiß? Auch diese Vögel, diese gelben, die sind so gruselig, man, die ganze Was Vögel soll das? Warum hat sie einfach so ein leeres Steingebilde? Was soll das? Alter, was ist das hier denn bitte schön schon wieder? Überall ist Shit. Komm, wir rennen weiter, bis hier irgendwie. Ist doch passend, oder nicht? Das ist wie man Durchfall hat, Alter. Überall ist Shit. Ja, so gut. Also, ich weiß nicht, wie du deine Wohnung immer voll kackst, wenn du das hast, aber ich mach das eher nicht so. Ja, richtig nice. Heftig, du. Das also ist jedes Mal, wenn ich dich sehe, dann hab ich einfach mega den Drang zu kacken. Das ist nicht mehr normal. Okay, das ist ein Vorlieben. Oh, ich glaube, ich sehe Eisen. Ist das Eisen? Hallo, du kleiner Eisbär. Ja, guck dich mal. Ah. Das sieht mir nach Eisen aus. Ja, das reicht für Eisen. Guck mal, er nimmt doch A in den Mund. Eisbär, ah. Eisbär, ah. Was ist das Gelbe hier? Was hier Alter, ich bin einfach so begeistert von den ganzen Mobs hier. Ich muss gar nichts anderes mehr machen, außer die Mobs im Zoom zeigen. Oh. Das ist Eisen. Ja, es ist Eisen. Ja, kannst du kurz einen Ofen machen? Hast du genug Steine dafür? Ja. Dann können wir daraus eine Eisen-Pickaxe machen, damit können wir dann Dias abbauen. Leute, ich bin daheim und hab ein Haus! Ja! Gratuliere. Hast du das direkt mitgebracht oder gerade? Ich hab einfach einen Villager rausgeschmissen und das besetzt mit meiner Eisen. Ofen. Ja, Ofen. Ofen. Ja. Ofen. Vielleicht, wenn ich es ganz oft sage, macht er schneller. Ofen. Ja, Ofen. Alter, ich bin halt ein bisschen langsam, was das angeht. Jetzt hör doch mal auf hier. Aggressiver. Frage ist, Ofen. Schaffe ich es jetzt Ofen. Noch, Diamanten zu finden? Komm, ich mach den Ofentanz, da geht's so. Ofen. Nee, du hast verstanden, Ofen. Die Message. Ofen. Offen oder Ofen? Ofen. Achso, Ofen. Du hast es nicht verstanden, oder? Das war eine diepe Message. Ofen. Ofen? Deine Mutter ist eine diepe Message, Zeronic, deine Mutter. Junge, was ist offen? Deine Mutter ist offen? Was labert ihr da für eine Scheiße gerade überhaupt? Das ist Commentary auf höchstem Niveau. Hast du was zu essen da? Nee, gell? Doch, lies mal, was da steht. Gelatinous Slime. It smells terrible, but if you have nothing else to eat... ... LOL. Ich hab ganz viele Zeug. Mellowberry, dies und das Berry, Busch. Bushberry, das bist du halt. Von Busch habe ich genug Geld wegen Käfer. Potatoes, ich kann ja Potatoes essen. Die habe ich bestimmt auch nicht wieder angebaut, aber ist okay. Scheiß mal auf die musst du backen, komm. Wir gehen zu dir erstmal. Aber genug Eisen da, um noch irgendeine Rüstung zu machen oder so? Oder? Nein, das war nur ein Eisen. So, ist es dunkel, oder? Ja! Ich hatte ein Eisen. Zeronic, wir sollten dann jetzt auch gleich zurück, glaube ich, gell? Ja, Dias abbauen kann nicht schaden, oder? Ja, mach das mal noch kurz. Young! Alter, heute ist aber echt so hier die miese Hitparade des 18. Jahrtausends oder so. Ein bisschen, ne? Nee, ist nur ein wildes Käffchen. Was für ein Brett ich gerade hab, Alter. Das sind echt Dias, yay. Einfach nur happy. Yay, wir haben Dias gefunden, Digga. Woo. Yeah, geile Sache. So. Aber leider nur zwei, wir brauchen eine volle Rüstung, würde ich sagen. Der Ronic, weg deinen Arsch. Ich bin am Craften, lass mich in Ruhe. Ich bin im Bett! Okay, wir können gehen. Ich bin bereit. Ja, und das Dorf ist da lang, jetzt haben wir ein ganzes Crafting Table zurückgelassen. Scheiß mal auf den, das sind nur vier Holz. Wir haben Timberwood drauf. Mann, weißt du, wie wertvoll das ist? Ja. So viele, vier Holz. Leute, ihr geht wahrscheinlich nicht knacken, oder? Kämpft einfach mal die besten Wörter und nein. Was sollen wir jetzt knacken? Wir kommen zum Dorf. Wir gehen gleich schlafen, okay, Kev? Ratzen, geh mal eine Runde ratzen. Hey, ich dachte, das ist Standard, wenn man sagt knacken. Ja, natürlich ist das Standard, aber ich wollte irgendeinen Witz machen, dann ist mir keiner angefallen, dann hab ich's gelassen. Knacken, kacken, ne? Was hast du schon einen Witz? Ja, knacken, kacken, den Witz mit kacken haben wir, glaube ich, genug in der Folge. Ich bin hier mit Wahnsinnigem Aufnehmen, merke ich gerade. Beim Knacken, mit dem Lass dich mal knacken. Knacken, Spacken beim Knacken. Kev! Und der Nachfolger Spacken beim Kev! Papa. Ja? Ich bin der Geist von Zeronic und hallo! Hey! Ich bin wieder da, hallo! Guck mal hier, ich hab was für dich! Oh krass! Hallo! Oh geil! Ich bin ein Mob! Guck mal, ich hab mein Haus, ich zeig euch mal mein Übel! Komm in unser Haus, Mann! Meine Villa, ich zeig mal meine Villa! Kedos, komm nach Hause! Oh, Zeronic plus Kes, Klammer, Kedos plus Kes! Meine Villa ist hier, Leute! Wo? Hier! Das ist meine Villa, aber Vorsicht, viel Platz.
Du willst also ausziehen, du bist gespannt. Also die Rückgedrehung des Kess. Vorsicht, viel Platz. Oh, Alter, ist das wo ist unser Haus? Du hast noch nicht mal ein Tischchen, Alter. Du hast noch nicht mal ein Tischchen. Ich habe auch irgendwo ein Haus, wo ich einfach nur überall Blumen reingeschissen habe. Das sieht schön aus. Was ist das denn für eine geile Villa? Du musst nicht schreiben, hier wohnt Kev, sondern hier residiert Kev. Bei so einer Villa. Hier residiert Kev. Ja, nee. Casa de Kev. Der große Kev von Kevinhausen. Wo ist unser Haus hin? Kedos, wo ist unser Haus hin? Wir sind Leute, wir müssen Schluss machen, glaube ich, oder? Ja, aber wir erstmal ins Haus reingehen, komm. Dass ich das immer erwähnen muss, habt ihr eigentlich nie die Zeit im Blick. Ja, alles aber klar. Wo ist unser Haus? Das weiß ich nicht, das haben wir verloren, oder? Ja, ihr habt es gefunden. Danke dir an dieser Stelle, Leute. Nächstes Mal werden wir ein bisschen mehr Gesprächsstoff haben. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schaut natürlich auch bei allen anderen vorbei. Und ihr habt das letzte Wort. Ciao, Leute. Ciao. Zum Wohle, zum Trotze, zwei Finger in die Fahrradkette. Nein, ciao.